Weiter Stock. Wurden ja 2010 gebaut, wie soll es erneuert? Das ist ein Kohleaufzug. Und hier im hinteren Bereich gibt es noch mehr Aufzüge. Das wusste ich nicht. Der wurde im Jahr 2011 erneuert, bis also neu gebaut. Und hier bin ich ja im zweiten Lastenaufzug von Krone erneuert. Schöner Schindleraufzug auf Nummer 13 hier im Klinikum Duisburg Nord. Bau 1987, jetzt fahren wir in den Keller. Der Aufzug wurde noch nicht modernisiert, wie soll es erneuert? Das finde ich sehr gut. Sehr schöner Schindleraufzug. Thank you.
das sind nur diese Sensoren für diese Mitarbeiter, für zum Beispiel Krankentransporte. Diese Ausbau wurde im Jahr 2010 gebaut, bis also erneuert. Das wurde von Kohle gebaut, Kohleaufzug. Minus 2. Ich meine, die auch hier ist nicht entsperrt. Achso, Hof gesperrt. Alter, von alten Schloss ist gleich gesperrt. Und bis zum nächsten Video. So, hier mit Anzeige, nee, Durchsage, nee, Ansage meine ich. Worauf wird auch hier sehr, sehr schnell. Schon eine Tüte in die Tasche. Mit 200 und 1000 Kilogramm. Bau ist 2016, das ist bisher der so neueste Aufzug hier im so wenigen Duisburg Nord. Oh, wie schnell fährt der Aufzug? Mal schauen. Geht das? Funktioniert überhaupt. Wenn wir uns müssen doch nicht beschweren. Minus 1? Ja. So, für Krankentransport, VIP und für Feuerwehr, für gleichzeitig. Und in Bonn. Toll, toll. Ich weiß so, ne? Gerade in Personen, Baujahr 2016. Und ich bin gerade im Außenbereich hier vom Lendekum bis Nord und hier wird noch ein Aufzug gebaut. Hier. Von auf von Kone. Ein Kone-Aufzug. Nach unten. Das ist auch ein Helipad hier oben.
Kornlocht. Kornlocht. Ups, ist doch nicht gesperrt. Da kann ich nicht hin. Die Etage ist gesperrt. Die Etage mit dem Handypad. Aber hier passt doch niemals ein Krankentransport, sondern so Krankenliege rein. Oder? Doch. Minus eins. Und die Etage trägt nur mit einer Flugkick. Nur ist nur eine Flugkick-Karte wahrscheinlich. Also die neue Linienanfahrt, die Passenden, die wird hier angefahren. Nein, ist Lock auf. Schade. Ist gesperrt. Und wieder auf den Lauf. Oh nein, ist gesperrt. Lass mich was ausschneiden. Mit dem Aufzug kann man hochfahren. Im Handyclad. Ach so, okay. Wusste ich gar nicht. Hier. Seht ihr, ihr könnt das hier aussehen. Helipad, auf dem Verkehr zum Helipad und mit den Patienten hier bis zum Erdgeschoss gefahren und dann einfach übergeschoben in diese Notaufnahme. So funktioniert das hier. In 1, 2, also mit dem kleinen Aufprogramm wohl auch zum Helipad fahren. Wenn die Büroetage gehen, nur bis zur dritten Etage. Ne, bis zur zweiten Etage meine ich. Wie kurz. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass das 16 Aufzüge waren. Oder stimmt das so? Stimmt das wohl? Warte, mal sehen wir. 1, 2,